können auch gerne Müssen wir noch ein einfach Spiel? irgendein Spiel, wir können auch ein Spiel starten und der eine spielt und der andere guckt halt zu und kommentiert mit oder sowas. Ja, aber ich würde es halt abwechselnd machen, damit wir beide spielen können. Und wir beide spielen dürfen. Deshalb würde ich ein Spiel nehmen, was wir beide spielen, was wir beide besitzen. Damit wir den Spaß halt auch mal jeder mal, jeder mal immer spielen darf. So, Koop spielen. So, wo kann ich den Raumcode verstecken? In welchen Einstellungen? Ich weiß nicht, ob der dir überhaupt angezeigt wird. Ja, Jetzt bin ich im bist du Menü im Spiel gegangen. beigetreten. Jetzt haben wir vier Charaktere zur Auswahl. Ja, ich habe schon Wally genommen. Du nimmst wahrscheinlich Stanislav, oder? Ich kann mich nicht entscheiden. Ich habe mich entschieden und zwar eine gute. Ich habe mich auch entschieden. Ja. Ich bin schon unterwegs, sieht man das? Ich bin gerade im Bett. Ja. Siehst du meinen Charakter schon, oder? Ich sehe deinen Charakter schon, du hast Ah, sie sehr schön. genommen. Hi, Molly. Wir sind Was sehr zum Henker machen mobil. wir? Was zum Henker mache ich hier? Oh, lol. Was machen wir? Wie steuere ich? Wird dir, glaube ich, angezeigt. Mit Q und E greifst du Dinge. Ich blute. Ich weiß, ich hab dir, glaube ich, gerade das Herz rausgerissen. Ich hab die Leber rausgerissen. Was zum Henker? Wie? Kann ich aufstehen oder wie, wie? Du stehst. Ah, okay, ich kann. Ja, mit Springen. Ich hab einen Arm weniger. Ich hab einen gigantischen Löffel. Huh. Was zum Henker? Komm, lass dich löffeln. Ah. Ich habe Lass ja dich keine Chance. löffeln. Ich habe keine Chance, mich zu verteidigen. Oh, lol. Was Scharfes hätte, um sie zu zerstören. Ich habe hier keine Waffe. Kann ich hier irgendwie. Du kannst dir alles als Waffe nehmen. Ist unfair. Literally. Ich kann gar nichts nehmen. Oh, ich habe einen Löffel. Oh, Schlüssel. Schlüssel gefunden. Ich nehme Schlüssel. Ich mache Schlüssel. Hey. Musst auch einen Arm verlieren. Au. Raus hier. Das ist ein Escape Room Spiel. Es ist kein Escape Room Spiel. Wir sind alt und verprügeln uns Spiel. Oh, das ist eine Bärenfalle. Aber wir Lol. können nicht raus, oder wie? Oh, fuck. Komm mal her. Hilfe! Ich habe die Piranhas im Aquarium. Ja, komm mal bitte zurück! Ich glaube, ich habe Probleme! Warte, das kriegen wir hin. Danke! Oh mein Gott, ich habe die fucking Bärenfalle noch! Danke! Wo ist es? Moment! Warte Hier ist mal! das Piranha-Becken. Hier ist Ja! Piranha-Becken. Piranha-Becken! Sehr schön. Oh, rotes Wasser. Ah! Ich glaube, du wurdest Ich bin zerfleischt. tot. Ich bin zurück. Gibt es eine Truhe. Kann ich die Truhe öffnen? Oh, da ist eine Axt drin. Lol, ich habe einen Hummer gefunden. Ich habe eine Axt. Wo bist du? Lass die Axt. Hör auf, mich zu töten. Ist doch die Aufgabe Au! hier. Moment! Warte mal, ich lebe noch! Wie lebst du noch? Ich weiß es nicht! Wie ist Mein das Gehirn scheint möglich? in meinem Arsch zu sein! Oh, du kannst mich wegschießen, wie ein Ball! Ja, versuch dich zu zerhacken. Ich bin in der Waschmaschine! Au. Wir sind beide! Was ist das für ein trashiges Game? Wir sind noch nicht mal 5 Sekunden drin eigentlich! Wir müssen eigentlich nur hier durch, glaube ich. Okay, hier Wie ist eine Toilette. kommen wir denn hier raus? Indem wir rausgehen, glaube ich. Ah ja. Ja, wo geht's raus? Wo ist die Axt? Ja, die habe ich. Gut, dann hau auf die Bretter ein. Die Bretter, nicht mich. Ich versuch's. Ich bin Rentner, das geht nicht. Es ist nicht so leicht. Auf Menschen einhacken, Komm, ich ja, helf aber. dir. Ich habe übrigens immer noch A Way Out im Titel stehen, aber was soll das? Es ist doch a way out of the Altenheim. Ja. Ih, das hier ist Fleisch.
Kriege ich die Tür nicht zerstört. Lass mal die Axt kurz los, ich will es mal probieren. Damit du mich wieder, damit du mich jetzt zauberst. Nein, nein, keine Sorge. Oh, ich kann glaube ich deine Organe nehmen, ich kann den Fuß nehmen. Ich habe deinen Fuß, kann ich mit deinem Fuß hauen. Modi, ich kann nicht mit deinem Fuß hauen. Sorry. Oh, ich bin kopflos. Ich habe deinen Fuß. Modi, ich habe deinen Fuß. Guck mal, Modi, ich habe deinen Fuß. Ich habe meinen Darm. Das ist sehr schön. Au. Oh, ich bin fast draußen. Ich bin im Dach. Hilfe. Ach, hier können wir vielleicht durch. Hier können wir die Axt durch. Lol. Und den Axt. Hol dir die Axt. Ja, ich hol mir die Axt. Ich bin der Einzige, der noch lebt. Oh, ich habe eine Hand. Cool, ich habe eine Hand in der Hand, Modi. Ja, nein. Meine Hand. Ich dreh sie nicht. Meine Hand. Wie lebst du eigentlich noch? Keine Ahnung. Hey. Ich kann aber nichts mehr greifen. Weil ich beide Hände verloren habe. Kannst du mich mal töten? Nein. Du kannst dich hier töten. Elektrobart. Ah, angenehm. Ist das blutrünstig, dieses Spiel? Ich lebe. Ist ein Rentner. Warum lebe ich noch? Ich weiß es nicht, warum lebe ich noch? Hey. Warte, ich spring mal ins Piranha-Becken. Oh, lol. Was passiert? Ich bin in die Steckdose gelaufen. Du bist tot. Nein, bin ich nicht. Ich bin tot. Ach so. Ich hol mir meine Axt. Ich bin immer noch bei fast voller Gesundheit. Ich glaube, ich habe die. Lol. Komm mal rüber. Was hast du die Axt hingepackt? Die ist im Becken. Okay, ich geh mal hier runter. Komm mal kurz her. Ich will dir was zeigen. Hier ist jemand. Ja, ja, komm her. Achtung. Da ist. Au. Du bist in den Fuß ge. Was habe ich in meinem Gesicht stecken? Hier ist jemand. Ah. Sind andere Rentner. Andere Rentner, sterbt, ihr alten Säcke. Kann man die aufheben oder so? Ja, kann man. Sterbt, ihr alten Säcke. Sterbt. Oh, ein Plattenspieler. Was willst du? Hallöchen, du siehst doch diese Clowns, die rumstehen und feiern. Ich hasse die. Die halten sich immer für was Besseres. Ich habe eine Platte. Ich weiß nicht, wir müssen alte Leute reizen. Moment. Ich kann damit nicht hauen. Ich habe eine Krankenschwester. Wie bist du hier runtergekommen? Oh, ich wurde hier geboxt von der Krankenschwester. Ja, Achtung. Au. Drück mal F. Okay, ich stippe. Ich habe Nudelholz. Oh nein, die Oma mit dem Nudelholz. Ich vermöble gerade die Krankenschwester. Congratulations, one of you died. Holy shit. Jetzt erst. Die Leute hassen Rentner. Bienen. Ich merk's. Bienen. Ich werde zerfressen. Warum werde ich so? Allergestein. Warum werde ich von Bienen zerfressen? Oh, lol. Ich glaube, wir werden rausgeschmissen. Du wirst rausgeschmissen. Und mein Kopf. Und dein Rest. Oh, und die Bienen. Die Bienen. ich schmiss mal Müll. Komm mal kurz her. Du musst mal sterben, du respawnst den Müll, Modi. Du respawnst den Müll. Wir müssen jetzt erstmal mit dem Mönch reden. Mein Bein ist gebrochen. Guck es dir an, mein Bein ist kaputt. Oh, Klohäuschen. Moment, cool. Modi, öffne mal das Klohäuschen. Hey. Achtung, ich gehe hier rein. Ich gehe mal shoppen. What? Lol, was? Ich kann nicht shoppen gehen. Ich kann nicht raus, hier. Ich komme nicht aus dem Vorhaus. Ja, wir müssen erstmal mit dem Mönch hier reden. Oder dem Penner. Na, red doch mit dem Mönch. Wurdest du endlich aus dem gammeligen Altenheim geworfen, was? Toll, wir kommen draußen in der Welt. Es kann alles nur besser werden. Ja. Du kannst alles Mögliche machen, aber die meisten alten Leute arbeiten die Lebensziele auf ihrer Liste ab. Wenn du Lebensziele auf deiner Liste abschließt, kannst du dir Gegenstände kriegen, die du an Automaten holen musst. Manche Lebensziele gibt es besondere Tickets. Die sind zwei Klumpen. Die sind einfach zwei Klumpen. Oh lol.
wir... Ich bin Bist tot. Du da gerade rein? Ich bin im... Geh da nochmal rein, dann stirbst du. Ja. Oh, cool. Du kommst den Müll wieder raus. Ja. Hey. Wir sind einfach im Müll. Aber wir müssen hier raus. Oh, ich kann raus. Wir können raus. Ja, ich hab's überlebt. Ah, so halb. Ticket. Ich sehe gerade einen Trailer von der gesamten Stadt. Cool. Ich guck mir die Bucketlist an. Gebiet entdeckt, Stadtzentrum. Komm mal raus hier. Okay. Warte, komm mal raus hier. Müllphönix haben wir abgeschlossen. Komm mal raus hier. Wir haben eine Clownsnase. Wir haben eine Axt. Und. Wo kann man das ausrüsten irgendwo, wir haben ein oder? Ticket. Unter B kannst du das Zeug holen. Aha. Ich guck mir jetzt den Trailer für die Stadt an. Moment. Mach das. Das Spiel ist so durch. Hast du jetzt den Trailer für die Stadt, oder? Ich hab den Trailer für die Stadt. Siehst du nicht mal einen Klumpen da liegen? Nice. Oh nein! Ich hab gerade einen Imbiss-Typen auf Po gehauen, wurde von. von dem. Ich mach hier gerade mit einem Imbiss-Typen rum. Moment, kann ich die Clownsnase jetzt noch ausrüsten? Ah, verdammt. Ich brenne. Ich stand auf dem Müll. Ich stand auf dem Grill rum. Ich will die Clownsnase haben! Ich brenne gerade ein bisschen. Du hast doch gar keine Nase. Du hast doch gar keine Nase. Deshalb will ich sie ja! Hey! Der verfolgt mich. Achtung, ich bin aus dem Müll wieder auferstanden, um dir zu helfen. Wo ist meine Clownsnase? Ah, da. Au. Ich wurde überfahren. Ich hab die Clownsnase und sie sieht fantastisch aus an ihm. Ich werde sie überfahren. Au. Oh nein, ich trinke einen Energy Drink gerade. Ich werde sie überfahren. Au. Komm mal mit hier. Okay, was? Oh, Gierschlund. Iss oder trink etwas. Ich hab eine Salami freigeschalten. Jetzt einen Bonk zu kaufen. Jetzt einen Bonk. Molly, komm mal her. Moment. Bonk. Fun for the entire family. All ages. Großartig. Bonk. Ein Bonk. Ich nehme den Bonk. Der Bonk ist mein. Du hast den großen. Ich hab einen kleinen. Ich hab den Big Bonk. Au. Yeah. Yeah. Stirb, Alter. Warte, hier gibt's Autos. Lass uns auf die Autos einprügeln. Ey. Au. Ach, wir waren nur ein Arm. Ich bonk dich. Hey. Das Spiel ist sowas von durch. Das Spiel ist sowas von durch. Es ist so durch. Aber es ist super lustig. Yeah, ich hab dich gebonkt. Au. Lass mich hier mal die Stadt erkunden. Bonk. Alles klar, dann gucke ich eben an dem Automaten, wenn ich rankomme. Der Bonk steht mir im Weg. Lass mich hier platt fahren. Oh, hier ist eine Walze, Modi. Hier ist eine Baustelle mit einer Walze. Au. Ja. Blut hier alles voll. Okay, ich guck mal eben in die Zielliste. Oh, Modi, hier kann man sich walzen lassen. Oh, ich habe ein weiteres JDA-Ticket. Sehr schön. Nice. Was für ein Ticket? Oh, ich bin wieder Müll. Ah, ich bin in einem anderen Müll aufgewacht. Bin ganz woanders. Springt vom höchsten Gebäude der Stadt. Das kriegen wir hin, oder? Augen auf, werde vom Auto angefahren. Das wurde ich doch gerade. Okay, das kriege ich hin. Auto! Fahren Sie mich an! Yeah! Ich kann ja an. Ich hau ja gerade andere Rentner. Mach das. Ich schließe derweil die Quests ab. Also in Anführungszeichen Quests. Ich hab ein Schild! Yeah! Das ist ein Schild. Ich hab ein Schild, ich schalte die ganze Zeit Gegenstände frei. Okay. Ich bin jetzt Captain Alt-America, glaube ich. Ich hab das Schild nicht. Oder krieg ich das auch? Ich weiß nicht, guck mal nach. Au. Unter B kannst du, wie gesagt, die Sachen ausrüsten und holen. Hey. Da hab ich nix. Lol. Da musst du Quests machen. Die stehen daneben. Oh, ich hab. Nö, ich hab.
Ich habe keinen Bock auf Quests. Na gut. Dann ja, nicht. Ich will die Stadt erkunden. Oh, ich kann hier klettern. Das kannst du ja, es ist ein fucking Sandbox-Spiel. Du kannst hier tun, was du willst. Ich kann hier hochklettern. Oh, ich habe eine Leiter. Ich bin auf einem Laden, glaube ich. Hey, kann ich hier hoch? Oh, ich habe einen Kuchen. Oder nicht? Ich werde gegrillt. Kann ich bin Elektro. Fahren? Ich bin Elektrowoman. Oh, die kommen mal zu mir. Kannst du es jetzt benutzen oder hast du einfach nur. Das hatte ich nur kurzfristig, die ist schon wieder weg. Ach so, du bist also nur elektrisiert worden. Ich falle! Au. Ich bin jetzt für ein paar Minuten, für ein, zwei Minuten bin ich elektrisch. Toll, was wirklich? Ja. Komm mal hier, wenn du da reingehst. Komm mal zu mir. Elektrisierend, ja. Dann bist du ganz kurz elektrisch. Für ein paar Minuten. Für ein paar Sekunden, ja. Ja, das war ein Job, ich hab abgeschlossen. Alles okay, rutsch auf etwas, rutsch mal aus. Bananenpistole! Yo! Ich hab dich. Ich hab einen Mordi. Ich hab einen Taser! Ich hab einen Mordi. Oh, das ist ja fantastisch. Führen Sie mich bitte zum nächsten Automaten, junge Dame. Ich hab dich. Da läuft Musik. Hier gibt's Musik? Hey. Geh lang, sag ich. Das ist Johnnys Haus. Kannst du mich mal loslassen? Automaten! Ah! Wir lassen uns jetzt walzen, oder? Wir lassen uns walzen. Komm schon. Wir werden gewalzt. Oh, ich bin tot. Warum wachen wir immer Müll auf? Oh, Dixie-Klo. Ich hab ein Dixie-Klo. Ich habe Waffe. Ich hab ein Klo. Ich nehm Klo mit. Molly, ich geh jetzt mit dem Klo. Ich lauf jetzt mit dem Klo durch die Stadt. Okay, ich bin schwer bewaffnet. Schön für dich. Ich hab ein Klo. Lol. Au. Jetzt steh mal auf. Ich hab ein Klo. Ich trag das Klo mit mir rum. Ja, und ich kann Bananenschalen schießen. Wo hast du das her? Das habe ich mir verdient, das kriegst du, wenn du die scheiß Quests machst. Ach, verdammt. Du müsstest das meiste sogar schon haben, du hast doch auch den Taser und das Elektrisierend. Ich habe eine Axt. Ja, siehst du? Ich salami dich! Komm! Komm at me! Au! Das bringt nichts. Kann ich aufs Auto einhauen? Kannst du. Du kannst alles hier tun. Vielleicht kann ich das Auto nehmen. Warte, ich nehme ihm mein Auto mit. Ich glaube, das kannst du. Oh, ich kann in den Hydranten. Oh, ich habe jetzt ein Auto. Kann ich aber nicht mitnehmen. Ich bin zu schwach, um das mitzunehmen. Schade. Komm mal her. Steh auf. Ich glaube nicht mehr, dass das kann. Oh, doch, kann ich. Ah ja. Modi spritzt mich ab. Ich spritze alle ab. Sieh mich an, ich bin... LOL. Ich nehme mein Auto. Ich hab ein Jetpack! Ich hab ein Auto. Das ist ja super. Ich kann fliegen! So ein bisschen! Oh mein Gott, dieses Spiel ist so dumm. Lol, kann man in das Auto? Oh, ich hab die Salami. Ja, die hab ich da abgelegt.
Ah ja. Au. Okay, ich bin unbesiegbar, das Auto tut mir nichts an. Oh, hier ist ein Karate-Studio, Mordi. Hä? Komm mal her, gibt's ein Karate-Studio. Ja, Moment, ich guck mal eben. Falls wir da reinkommen. Was wir brauchen. Nee, da kommen wir nicht rein. Ich falle mindestens 70 Meter auf einmal. Wir müssen auf irgendein hohes Gebäude. Dann wahrscheinlich ein Hochhaus oder so. Ja, wir müssen sowieso aufs höchste Gebäude der Stadt, weil... Das ist so ein Dojo. Das ist ein, ja, genau, hier. Siehst du das auch gerade? Das ist ein Dojo. Ich weiß nicht, wo bist du? Du bist auf der anderen Seite. Ich habe hier gerade den Trailer für den Dojo. Ja, jetzt sehe ich es auch. Gongmeister. Sender. Das Ritual, verstecktes Dojo. Aber wir kommen nicht rein. Die Tür ist zu. Wir kommen da rein. Ah, doch, ich komme da rein. Ich bin drin. Diese Flöte, Alter. Oh nein, ich werde angegriffen. Keine Sorge, ich bin mäßig gut bewaffnet. Ich werde hier angegriffen von den Mönchen. Von buddhistischen Mönchen werde ich angegriffen. Oh nein, keine Buddhisten. Das sind die Schlimmsten. Ich bin nur noch Füße. Ich bin nur noch eineinhalb Beine. Da war nichts drin. Ich habe eine Kiste gefunden, da war nichts drin. Ah... Bitte nicht töten! Lol, die bringen sich auch gegenseitig um! Typisch Buddhisten halt. Ey, was soll das? Okay, was habe ich abgeschlossen? Oh, ich habe Feuerwerksraketen. Lass dich von einem Millennial hauen! Kistenkönig, öffne Kisten! Ja, Feuerwerksraketen! Wir kriegen die Quest übrigens so. Body, hier gibt's Feuerwerksraketen. Ich hör's. Wir kriegen die Quests anscheinend so, dass wir die beide kriegen, wenn einer es bekommt. Ich hab ein Big Daddy. Hey! Ich hab ein Big Daddy. Ich bin Beine! Erneut! Zünde den Big Daddy! Ich weiß nicht wie. Kann ich nicht. Ich hab verkloppt. Wir haben irgendwas abgeschlossen. Ah. Lang in den Zen-Garten. Legt irgendwo ein Big Daddy rum. Ich kann hier rumschießen mit. Können wir die Gong läuten? Das müssen wir, glaube ich, sogar für eine Quest. Alter, ich bin schon wieder nur Beine. Ich weiß aber nicht, wie ich die Gong läuten kann. Ich glaube, draufschlagen mit irgendwas. Ich habe, glaube ich, Salami. Gong! Yeah, gegongt. Gongmeister. Ich kann nichts mehr halten. Ja. Ich bin tot. Au. Ich habe mich durchgeragdollt gerade. Oh Gott, ich glaube, mein Rückgrat ist gebrochen. Ich bin nur noch ein Bein. Und jetzt bin ich nur noch Körper. Ich habe deren Hut geklaut. Was passiert hier? Ich weiß es nicht. Versuch mich von denen töten zu lassen. Und töten sich lieber selbst. Mein Rückgrat ist kaputt. Kann ich gegen den Gong springen? Okay. Mord auf 3 Meter. Ah, jetzt bin ich hier wieder. Wie komme ich in den Zen-Garten zurück? Achso, ich bin im Zen-Garten. Ich kümmere mal wieder eine Rakete. Der Big Daddy liegt noch irgendwo hier. Den kann man nicht abfeuern, oder? Keine Ahnung. Vermutlich mit Feuer. Ey. Oder mit E. Nein, nicht mit E. Den hältst du mit... Ah. Oh, du hast ein Fes. Ja, den habe ich geklaut. Gibt es weitere Raketen? Okay, ich habe eine Rakete. Nice. Hast dich gerade selbst abgeschossen? Ich bin quer durch den Zen-Garten geflogen mit der Rakete.
Okay, wollen wir wieder aus dem Zen-Garten raus? Ich will erstmal den Big Daddy noch fliegen lassen. Ich glaube, den kann man nicht fliegen lassen. Habe ich auch den Verdacht. Und? Oh nein. Ich bin verbrannt. Aua. Ich habe Schmerzen. Gott, dieses Spiel. Ich habe noch eine Rakete. Morty guckt zu. Ich flieg. Da kannst du vielleicht auch über die Mauern drüber. Ich bin da, wenn du eine Rakete holst, kannst du über die Mauern fliegen. Sie brennen! Für mich! Oh, ich kann keine Rakete mehr heben. Ich kann mich mal drum bringen. Du kannst dich jederzeit selbst mit X respawnen. Ach so. Sag mir das doch. Ja, ich bin außerhalb vom Zen-Garten. Warte, ich komm auch. Sofern sie mir nicht die Arme abnehmen. Nein. Okay, ich guck mal, was wir alles abgeschlossen haben da drin. Aufgeblasen. Ich will an, bis dein Charakter kaum erkennbar ist, was? Dann haben wir das gemacht. Keine Ahnung, ich komme hier nicht mehr raus. Ach, wegen den Dings wahrscheinlich. Nutzt verschiedene Arten von Böllern. Yay, haben wir. Oh, scheiße. Ja, okay, das ist unten. Ich hab Mörser. Was hast du? Gongmeister. Lass mindestens 5 Zen-Gärtner hinfallen, indem du auf den großen Gong schlägst. Geil. Aha. Wir haben einen kleinen Gong. Eins für dem System. Und wir haben den... Versuch noch, aus dem Zen-Garten rauszukommen. Zu niedrig. Bin verbrannt. Da drin gibt's einen Blutaltar. Aha. Mal, vielleicht offenbar. Hier. Ja, hier gibt's einen Blutaltar. Dann müssen wir da jemanden töten drin. Ich hab einen Feuerball. Also wird wirklich... Ich hab wirklich einen Feuerball. Ein Ball aus Feuer? Nee. Ein Ball, wo Feuer draufsteht. Lol. Oh, dann muss der... Okay, Moment. Das ist wichtig. Die Bälle müssen wir auch in bestimmte Löcher bringen. Dann komm mal her. Ich würde ja. Ich bin außerhalb gespawnt. Den Blutaltar finde ich jetzt hier nicht, aber... Hey. Werd ich gerade von Menschen getötet? Okay, ich hab einen krassen Gong. Ich hab eine Tür. Ich bin, glaube ich, schon wieder irgendwo anders. Ich glaube, ich kann jetzt Leute damit zurückprallen lassen. Ich komme hier nicht raus aus dem. Ich komme hier aus diesem Zen-Garten nicht raus. Ist halt scheiße. Alles gut, ich muss nur zurückkommen zu dir. Wir kennen ja den Schleichweg über Rumbaggen. Fast. Vorsicht, ich komme. Ich bin wieder da. Gibt's aber keine Raketen mehr. Ich hab's alle verbraucht. Die Musik hier im Hintergrund ist ja super. So, wo ist denn... Au. Wir müssen den Feuerball irgendwie zu einem Feuerloch bringen. Ich komme hier nicht raus, Modi. Alles gut, wir kommen da vielleicht mit einer Rakete das Tor aufschießen? Versuch's mal. Weiter. Oh, der Feuerball muss wahrscheinlich zu den Raketen rein. Das wäre möglich, aber das war's keine mehr da. Ist ja egal, ich lasse den mal da liegen. Ah, hier sind Pflanzen drin. Okay. Das heißt, wir finden noch einen Pflanzenball. Hey. Ich bin zu blöd, eine Rakete zu geben. Okay, vielleicht kann ich damit die Tür aufbrechen. Egal wie es läuft, die Jungs werden jetzt auf jeden Fall wegsalamit. Nein. Ja, geht so. Ich hab nur einen halben Körper.
für das Tor abschießen. Wo hattest du eigentlich den Ball her? Der war in dem anderen Schuppen, hier war der drin. Ah, okay, da müssen wir wahrscheinlich noch andere Bände... Dort in dem anderen Tempel, hier war der drin. Alles klar, dann müssen wir wirklich die anderen Dinger suchen. Ich glaube nicht, dass die hier sind. Wo ist denn der fucking Blutaltar? Ich habe hier keinen gesehen, vielleicht hinter dem Tor. Nein, das Tor ist der Ausgang. Aber es gibt noch ein anderes Tor in die andere Richtung. Dieses Tor hier. Aber das Tor können wir so nicht öffnen. Da gibt es noch einen Innenhof, Morty. Genau in diese Richtung, da gibt es einen Innenhof. Müssen wir irgendwie rein. Ja, müssen wir. Ich hol mir jetzt erstmal die fucking Säge, Moment. Wie kannst du das Tor aufsägen? Nein! Ah! Es sind zu viele! Wie kannst du mit den Raketen rüberfliegen? Ich habe auch nur eine Rakete. Alter! Es sind einfach zu viele hier! Wie komme ich denn da rüber? Irgendwie bist du in den Hinterhof gelangt. Ich habe keine Beine mehr. Molly, ich spaziere gerade ohne Beine rum. Irgendwie müssen wir in den Hinterhof kommen. Eine Idee hast wie? Also hier gibt's eine Tür, vielleicht kannst du die mit einer Axt aufkriegen. Keine Ahnung, ich säge mich hier gerade durch Zen-Gärtner. Dann gib mal die Säge her. Dann kannst du hier vielleicht durch. Morty, komm mal zu mir. Ich kann nicht, meine Rückgrat ist gebrochen. Verdammt. Dann heile dich, dann. Komm ich will mal jetzt erstmal die ganzen. Oh. Komm mal mit, Morty, komm mal hier. Komm mal. Ich versuch's. Hier drüben, da gibt's eine Tür, da gibt's eine Tür. Da brauchen wir mal irgendwie eine Säge oder so, um das Schloss zu knacken. Wir brauchen einen Schlüssel. Hier. Alter. Wo kriegen wir einen Schlüssel her? Ich weiß nicht, irgendeine Quest wahrscheinlich. Ich würde es auch nach Rakete gehen. Ich würde es mal mit der Säge versuchen, aber da müsste ich mal erstmal hinkommen. Könntest du mal die Mönche für mich ablenken? Oh, ich hab einen Mönch. Okay, ich hab ein Ziel freigeschaltet. Das machen wir andauernd. Ich hab jetzt Taser-Handschuhe. Oh, die hab ich, glaube ich, gerade verloren. Ist egal, wir haben fast alle. Kann ich die anziehen? Wird die dauerhaft verfolgt von. Ich hab den Dynamitbündel, wie kann ich den anziehen? Ich verstehe das Spiel nicht. Hä, okay. Oh, mein Rückgrat ist gebrochen. Okay, das sind Feuerwerke. Oh, ich bin hier rüber. Ich bin im Hinterhof, Morty. Okay, cool. Und hier ist, glaube ich, auch, wenn du stirbst, bist du, glaube ich, hier auch in der Mülltonne. Ich bin im Hinterhof gerade. Stirb mal, vielleicht kommst du dann in den Hinterhof. Bin über den Zaun gesprungen. Ich gehe da mal in den Tempel. Ja, ich mach das. Wie bist du über den Zaun gekommen? Ich bin gesprungen. Okay, in den Tempel komme ich nicht rein. Ich glaube, du musst sterben. Stirb einfach mal und dann. Oder drück mal X. Nee, das funktioniert nicht. Ich habe es gerade versucht. Es ist eine Mülltonne. Ja, wahrscheinlich, wenn du da drin stirbst. Also ich bin drin. Ja, cool, ich nicht. Aber hier ist auch nicht so viel.
Ah, okay. Morty, hier gibt's was sehr Wichtiges drin. Ja. Hier gibt's die Löcher, wo die Bälle rein müssen. Die Löcher für die Bälle. Jetzt müssen wir nur die anderen Bälle finden. Und die dann hier durch das Tor irgendwie durchbringen. Das ja. Natürlich irgendwie. Ja, hier gibt's einen roten. Hier gibt's rotes Loch. Ich hab nämlich den offiziellen Weg gefunden. Es gibt ein rotes Loch für Feuer. Es gibt Gott, ich bin beim fetten goldenen Buddha. Es gibt ein Loch für Pflanze und ein für Wasser. Rot, grün und blau. Alles klar, müssen wir nur das Tor irgendwie öffnen. Ich krieg das Tor nicht auf, auch nicht von dieser Seite nicht. Ich weiß nicht wie. Es wird safe irgendein Mechanismus dafür geben. Morty, guck mal hier. Ja, ich bin anwesend. Ja, das hier ist Feuer. Das ist Feuer, Pflanze und das ist Wasser. Feuer, Pflanze, Wasser. Da drüben gibt's vielleicht hier hinter dem. Da sind wütende Jungs. Oh, die haben eine Waffe. Eine Schusswaffe. Kann ich dem abnehmen? Das ist ein alter Rentner mit einer. Oh, hier ist die Wasser. Hier ist die Wassersache. Hier ist die Wasserkugel bei dem drin. Mod, die hat die Wasserkugel. Alles klar, dann. Dann rentnern wir da mal den, würde ich sagen. Ich habe die Wasserkugel, leck ihn ab. Der schießt mich. Hab's nicht geschafft. Du musst ihn mal ablenken oder töten, damit ich dann durch die Waffe das holen kann. Ich trete ihn mit den Überresten seiner letzten Opfer. Ich hab die Wasserkugel. Jetzt kommt er wieder sich. Jetzt kommt er wieder zu mir. Der kommt nicht. Ich bin ziemlich langsam. Dann schauen wir mal, ich was mit dem. So. Ich bin noch komplett heiler. Ich bringe die Wasserkugel zum Schreien. Ich habe einen Arm. Punkt. Okay, Moment, Zielliste? Beide Junge. Nur eine Fleischwunde. Ich hab die Pistole. Yes. Jetzt geht's los. Ich hab die Augenschaft bei Junge gekriegt. Ich hab einen Katana. Oh lol, was? Okay, ich die blaue. Alle Bälle in die Pass. Ah, okay, wir haben Nummer 1. Okay, die blaue Kugel ist platziert worden. Jetzt brauchen wir nur noch die rote haben wir da drüben. Die müssen wir irgendwie hier hinkriegen. Ja, Moment, ich glaube, wir haben jetzt eine Chance gegen die Mönche. Ich hab nämlich was freigeschaltet. Ich hab die Pistole und das Katana. Wir bräuchten irgendwie einen Schlüssel für diese Tür, dann könnten wir eine Chance für die Kugel zu bekommen. Ah, ich glaube, hier ist die grüne Kugel, Morty. Hab so ein Gefühl, hier könnte die grüne Kugel sein. Gut, ich weiß halt nicht, wie wir die Tür öffnen können. Ich habe ein JDA-Ticket. Ja gut, das haben viele. Okay, ist die grüne Kugel nicht. Okay, hier wird es einen Schlüssel für das geben, irgendwo. Oh, hier ist ein JDA-Ticket. Hier ist Pflanze-Ding. Aber die Kugel, wahrscheinlich die Kugel ist nicht hier. Oh, lol. Au. Das bist du. Ja, das bin ich. Ich hab grad geschossen, sorry. Wie kriegen wir die Türen und wie die Tore auf, Molly? Keine Ahnung, ich töte erstmal die Jungs. Dann haben wir hier Ruhe. Jetzt mach ich den. Vielleicht kannst du mit der Kanone die Türen und die Tore aufschießen. Ich probier's mit der dicken, weil ich jetzt erstmal den Shotgun-Rentner kaputt machen werde. Wenn du es geschafft hast, sag Bescheid. Falls es geht. Hier haben wir noch was irgendwie hinten. Ah, das ist die grüne Kugel. Ich habe die grüne Kugel gefunden. Cool. Da brauchst du aber fehlende Beine, um da reinzukommen. Da darfst du keine Beine haben, um da reinzukommen. Okay, man kann den Shotgun-Rentner nicht töten. Oh, hier ist eine Heuschrecke und ein Käfig. Komm schon, mach die Beine weg.
Na, ich habe nicht fehlende Beine, aber ich habe fehlende... Nee, ich habe keine fehlenden Arme, aber ich habe fehlende Beine. Okay, gut genug. Hier ist so ein Schild mit einem roten Kreuz und da brauchst du dir, da brauchst du, steht keine Füße. Also rote Füße brauchst du da. Okay, habe ich. Moment. Ja, guck mal hier. Ja, sehr toll. Hilfe! Du darfst rein, glaube ich. Warte, ich gehe rein. Danke. Ich habe keinen Kopf. Und keine Arme. Ich kann die Kugel nicht greifen. Verdammt. Aber ich kann die Kugel rollen. Bleib, wo du bist, ich roll die Kugel. Kann ich nicht mehr. Oh, es ist einmal offen, dann ist immer offen. Okay, alles klar. Hier ist die Kugel, die grüne Kugel. Dann brauchen wir nur die rote. Hier gibt's hier liegen Salamis. Ah, hier ist der Müll. Gut, wie kriegen wir die jetzt darüber? Ich hab eine Salami. Ich lasse die Kugel mal eben hier. Es muss da irgendeine Möglichkeit geben. Ja, dort, so wie ich hier hingekommen bin. Bin ganz zu Fuß. Oh, hier geht's lang. Modi, wo bist du? Hier geht's lang, auf meiner Seite. Da kommst du. Ich glaube, ich finde gerade einen Alternativweg. Moment. Gib mir die Kugel, ich weiß, wo es lang geht. Ich komme schon, Moment. Ist auf dem falschen Weg. Komm mal hier lang. Ah, der Heuschrecke vorbei. Ich komme. Kannst mal die Heuschrecke kuscheln gehen. Nee, jetzt nicht. Ja? Hier geht's lang. Auf dem Weg bin ich doch hergekommen. Und auf dem Weg. Hier, komm mal hier. Alles klar. Ich find's übrigens lustig, wie wir dieses Spiel jetzt tatsächlich serious spielen. Mhm, ja. So muss das. Ja, es begann als Quatsch und jetzt wollen wir es doch irgendwie fertig machen. Ich hab die Bretter. Ja, wo bist du hergekommen? Ah! Hier, da ist der Tempel, da muss die Grüne. Da muss die Grüne rein. Okay, und wie wir die andere rüberkriegen, das weiß ich. Auf dem Weg, wie ich rübergekommen bin. Okay, wie kriegst du das hin? Ich muss erstmal wieder zurück. Warte, ich folge dir. Okay, Balljunge 2. Nehme ich kurz mit, Moment. Balljunge 2. Oh, haben wir Balljunge 3 auch schon, oder was? Nee, den Ball haben wir ja noch nicht drin. Ja, doch, haben wir. Offensichtlich. Der Ball ist noch nicht drin. Gut, dann machen wir es trotzdem. Wir haben aber den Schrumpf. Wir haben den Schrumpfkopf und den will ich jetzt kurz gucken, wie der aussieht. Schrumpfkopf? Hey. Aha, hier kann ich die Sachen auswählen. Ja. Moment, warte mal eben. Au. Holy shit! Da habe ich nicht mit gerechnet. Nee, hier. Wir haben Dynamit! Vielleicht kriegen wir damit die Tore auf. Versuch mal mit dem. Ja, ich benutze den Schrumpfkopf. Ja, kriegen wir! Sehr schön. Kannst du damit auch die andere Türen aufmachen? Die Außentür und die dort hinten? Ja, kann ich. Ich habe das Dynamit nicht, das musst du leider machen. Doch, du müsstest das auch freigeschalten haben. Irgendwie nicht, bei mir ist das irgendwie seltsam. Du musst dann den rosa Automaten. Okay, dann bring mal die rote Kugel hierher. Die rote Kugel kommt. Ich habe leider keine Beine mehr. Ah, hier ist das Dynamit. Ja, genau. Das ist cool, dass wir alles zusammen freischalten. Komm, rote Kugel. Ich geh mal Türen sprengen. Zum Beispiel die zum Tempel. Oh! Was ist los? Ein JTA-Ticket und. Ich brenne gerade ein großer. Bisschen. Ein Knopf. Hey. Oh, verdammt, die Tür ist nicht explodiert. Was hast du freigeschaltet dort? Ich habe einen Knopf und ein JTA-Ticket. Moment, ich nehme den Schrumpfkopf. Ah, hier ist der Knopf. Wahrscheinlich. Ist bei dir was passiert diesmal? Ich habe ein Ticket und.
Ich mach jetzt erstmal das hier kaputt. Da passiert absolut nichts. Hey! Mach mal alle Türen, mach mal alle Türen kaputt. Kannst du nochmal auf den Knopf drücken? Ich hab so das Gefühl, dass das hier die Tür öffnet. Warte, ich hol mir gerade mal Dynamit. Warte, ich drück den Knopf. Ah! Fuck. Hab den Knopf gedrückt. Passiert irgendwas? Moment! Ah! Ich drück den Knopf. Passiert irgendwas? Ich geh außen rum. Ich bin runtergefallen! Wie lange muss ich noch den Knopf drücken? Es passiert tatsächlich nichts. Das ist enttäuschend. Okay, ich hab Dynamit. Gut, aber dann finden wir einen Alternativweg auf diesen Tempel rauf. Beziehungsweise in diesen Tempel rein. Wie lange willst du die Scheiße hier noch spielen? Ich will jetzt in den Tempel. Ich bin irgendwie so gehuckt, dass ich zumindest das Gebiet hier abschließen will. Irgendwie. Oh nein. Ah, die Tür ist kaputt. Was? Wie? Ich habe sie gesprengt mit Dynamit. Da sind Kämpfer drin. Und ein großer Buddha. Ah, da gibt's Granaten drin. Heilige hat Granaten. Well then? Was passiert? Ich glaube, wir werden verprügelt. Ich glaube, wir wurden gesprengt. Da ist hinten was in dem Buddha drin. Eine Waffe oder so. Oh, ich bin Gold. Golden. Okay. Wir sind Buddha. Lass mich los. Lass dich Gold färben. Nein, wir sehen jetzt legit aus wie Buddha. Guck dich mal an. Ja. Das ist ja super. Jetzt nicht mehr. Achtung. Granate. Lol, das ist eine... Ich weiß, was passiert ist. Das ist eine fucking Gravitationsgranate. Ja, habe ich gemerkt. Das ist super. Wurde rangegravitiert. Warte, ich will mich nochmal Gold... Ich will mich nochmal komplett Gold färben, wenn ich... Ja, das will ich auch gerade machen. Ich glaube, ich weiß, was der Knopf gemacht hat. Was hat der? Den Shotgun-Rentner fast getötet. Ich bin Gold. Oh, ich bin Gold und dick. Ja, wir sind Buddha. Ich nehme jetzt den Schrumpfkopf und mache den Shotgun-Rentner fertig. Okay. Wahrscheinlich ist das mit Opfer für den Blutaltar gemeint. Den töten. Mach das mal. Ich öffne hier noch andere Türen. Gut. Hast du die Außentür schon geöffnet? Noch nicht. Ich habe aber gleich einen Schrumpfkopf. Au. Oh. Sorry, ich habe die falsche Taste gedrückt. Schrumpfkopf. Und jetzt direkt. Die Pistole. Gut. Ah. Lass mich mal das Dynamit holen. Das Dynamit. Gut, du nimmst das Dynamit. Ich nehme. Danke. Ich hab Dynamit. Ich öffne als erstes mal die Außentür. Ich bin nicht mehr golden. Siehst du, das ist passiert. Da ist ein fucking Kühlschrank vom Himmel gefallen. Wahrscheinlich so ein Orbital-Ding. Das ist super dumm und super lustig. So, die Außentür ist offen. Wir können wieder raus. Ja. Aber wollen wir das denn? Ich will jetzt echt den Typen noch umbringen. Ich gehe noch andere Türen öffnen. So, just stirb already. Nimm mit. Ich geh jetzt mal Türen öffnen. Wird es Türen öffnet haben. Oh nein, ich glaube, ich habe was versaut. Oh nein, ich brenne. Oh nö, ich glaube, ich habe so die Quest hier versaut. So, die Tür ist auch offen. Sehr schön. Ja, das hätte ihn getötet, aber... Quest versaut. Quest versaut. Aber ich habe ein Benjo. Oh,
Ja, ein Spiel. Ich bin dabei. Ich hör's. So, wo sind noch weitere Türen? Die Tür ist offen. Was haben wir noch hier im Zen-Garten zu tun? Nicht mehr viel. Verstecktes Dojo. Öffne den versteckten den geheimen Eingang. Oh! Wahrscheinlich der hier. Ich nehme mal Sprengwaren mit. Schrumpfkopf. Schrumpfkopf. Hopp. Hopp. Okay, das bringt die Tür nicht zum Öffnen. Oha. Mein PC stöhnt ganz schön die ganze Zeit. Ich merke das gerade erst. Mein PC hat schwer zu arbeiten an diesem Spiel. Pass auf, nicht, dass jemand Krypto meint und dir die Kanäle klaut. Tja. Molly, call das doch nicht. Was, dass du den Julian Bam machst, oder was? Gut, wir können raus, die Tür, das Tor ist offen. Wollen wir das mal beenden, Modi? Können wir. Ich gehe jetzt raus. Ich gehe zurück zum Altenheim. Das lass dich doch deinem Leben nicht mehr rein. Können wir mal versuchen. Au. So, wir haben schon, mein Stream dauert jetzt schon über 3 Stunden. Lol, und wahrscheinlich haben wir 2,5 davon dieses Spiel hier gespielt. Nö, nur einer. Hier ist eine Straßenbahn. Nice. Bin in der Straßenbahn. Komisch, dass man, wenn man hüpft, schneller vorankommt. Ah, hier muss man ohne Kopf und Arme rein. Das geht ja hin. Hier gibt auch immer so ein paar Türschütte, die das verhindern, dass du reinkommst. Ja, also es ist wirklich überraschend, aber das Spiel ist doch nicht scheiße, muss man sagen. Es ist schon scheiße, aber es macht Spaß. Ja, es ist halt dasselbe Niveau wie Goat Simulator irgendwie. Es ist scheiße, aber es ist scheiße lustig. Oder lustig scheiße. Nein, scheiße, ich werde von einem Türsteher vermöbelt. Aua. Ich komme zu deiner Rettung. So, ich gehe wieder ins Altenheim zurück. Ich bin wieder im Altenheim drin, Mordi. Cool, ich habe die Spritze im Arm. Lass uns das aufhören, wie wir es begonnen haben. Ich glaube, ich bin wieder im Startraum. Ja, ich bin wieder im Startraum. Komm mal her, Modi. Ich komme. Ich hänge leider etwas an der Nadel gerade. Ich sterbe gerade wieder beim Piranha-Becken. Ah. Da bist du wieder. Ja. Gut, ich würde mal sagen, deinstallieren wir das Ding wieder. Also du, ich habe da wirklich Spaß dran. Ich glaube, ich stream das. Ich würde das jetzt nicht als Stream-Projekt starten. Nee, das macht keinen Sinn. Nee. Einmal zum Ausprobieren jetzt 1 Stunde. Oder so wie wir. Das könnte fast hinhauen. Wir haben es, glaube ich, jetzt 1 Stunde lang gespielt. Ja, ist doch nett. Oh, ich habe dir, glaube ich, die Spritze verpasst gerade. Gut, dann würde ich sagen... Ich habe eine Bauchtasche. Du deinstallierst das wieder und ich werde das wahrscheinlich streamen, weil ich da wirklich Spaß dran habe. Na dann, viel Spaß beim Streamen. Ja, vielen Dank.